Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem Herrn Gleich. So Leute, jawohl. Also, wir schauen jetzt mal rein, was es hier heute so wieder gibt. Wir haben nach wie vor die Mythic Tina in Mamas Altmodischer Geheimnisschatulle. Immer noch extrem reizvoll, aber gut, naja. So, haben wir die Talent Show Tire Box. Die habe ich euch ja bereits vorgestellt. Hier mit Talent Show Lois, Robert O'Jeff, Lois Griffin, Eugene Belcher, Roller Disco Kurtnick, K-Pop Joe. Interessant hier diese LA Entertainment. Aber gut, müsst ihr selber wissen. Also ich finde die Box echt ganz interessant. Hier unten Video, Stewie und Hip-Hop-Bob und Castagnet, Zoidberg und so weiter und so fort. Auf jeden Fall interessante Kombos möglich in der Talent Show Tire Box. Neu mit hinzugekommen ist jetzt hier wieder diese Buro Bu Tire Box. Die sollte jeder von uns inzwischen schon kennen. Aber ich werde trotzdem nochmal jetzt genauer ins Detail gehen. Also, wir haben jetzt vom 18. bis zum 22. Februar schon wieder der Buro Bu Clash. So, also der kommt jetzt. Sprich, ihr solltet euch jetzt bereits schon überlegen, auch wegen dem Erforschen, welche Kombos könnten für euch jetzt hier interessant und hilfreich sein. Und wir schauen jetzt einfach mal erstmal in die Buro Bu Tire Box rein und dann gucken wir uns die Kombos nochmal genauer an. So, in der Tire Box gibt es einmal den Medicated Stewie, Sack Centmünzen, Philip J. Fry, kabelloser Audiosender, Chinchilla Addict Wayne und Dr. Amy Wong. So, hinzu kommen hier dann noch Buro Bu Addict Refreshing Crack, Stems and Seeds und Chemielehrerin Peggy. So, jetzt schauen wir uns doch einfach mal die Buro Bu Addict an, was die denn so für Werte erreichen könnte, wenn die gemaxt wäre. Buro Bu Addict. Hier haben wir insgesamt gesehen 1440 und 9-fach Punch. Ja, das Problem ist halt einfach nur, dass da Schild, ist zwar Schild für alle, aber eben nur für Bob's Burgers Karten. Ja, und genau das gleiche. Auch wieder nur eingeschränkt hier. Das Cheers All. Also insofern, ja. Ihr müsst jetzt aber bedenken, dass ihr einen 100% Bonus auf alle Werte, Angriff und Verteidigung bekommt im Buro Bu Clash. Bedeutet also, diese Karte hätte 28,80, 18-fach Punch und 10-fach Schild für alle bei Bob's Burgers Karten und 5-fach Cheers All. So, jetzt gucken wir uns mal hier Refreshing Crack an. Was könnten wir hier rausholen? Wobei Refreshing Crack ist ja einfach, das ist ja Stems and Seeds, das sind ja ganz normale Kombo-Karten. Wir gehen jetzt mal in die Gegenstände rein und schauen uns hier die Kombos an. Hier haben wir Medicated Stewie. Und der Medicated Stewie ist natürlich schon eine ziemlich, ziemlich geile Kombo. Ja. Da ist das Richtige. So, das müsste das Richtige, genau. So, hier, Medicated Stewie. Ich kann den auch mal hier ein bisschen größer machen. Da hätten wir 10-fach, ja gut, wir gehen mal runter, das ist ja die epische Version. Hier haben wir, wobei aber auch, also, um ganz ehrlich zu sein, ne, selbst die epische Version könnte unter Umständen eben bei diesem Buro Bu Clash interessant werden.
Schauen wir uns doch einfach mal an, was passiert denn mit einem Stewie? Mit einem gemaxten Butterscotch-Cookies zum Beispiel. Hier, wie gesagt, wir dürfen nicht außer Acht lassen, dass diese Werte da auf der rechten Seite alle verdoppelt werden. Wir hätten 22-fach Revanche. Wir hätten eine 20er-Bombe. Und wir hätten 26-fach Gas. 28 Angriff und 120 Leben. Und wohlgemerkt, und jetzt schaut euch das unten an. Ihr müsst euch einfach nur mal den unteren Wert anschauen. Bei der Mythic-Version, nämlich bei dieser hier, selbst wenn die gemaxt ist, hat die nicht diese Werte. Ich wiederhole, 22 Revanche, 20 Bombe, 26 Gas, 26 Gas, 28 Angriff und 120 Leben. Ja? Natürlich, selbstverständlich, die Mythic-Version dann auch nochmal, würde auch nochmal richtig interessant werden. Mit dem Stewie. Bedeutet also, Leute, seht zu, dass ihr den Stewie mit Drogenkarten nach Möglichkeit drin habt. Am besten so viele Stewies, wie es geht. Ja, gehen wir mal auf Fused Ones. So. Müsste ich mir echt auch überlegen, weil das ist auf jeden Fall interessant hier. Hm? So. Da werden wir erstmal durch mit dem Stewie. So, dann gehen wir zur nächsten. Die könnten wir eigentlich schon fast überspringen. Solid Tuxedo. Solid Gold Tuxedo. Das ist diese da. Und dann hast du hier einen Peter. Und dann hast du auf der rechten Seite. Ja. Bisschen motivieren. Bisschen Angriff mit hinzu, wenn eine Kombo gespielt wird. Also die ist meiner Meinung nach völlig, völlig uninteressant. Als nächstes haben wir Celebrations. Und Celebrations ist das da. Gucken wir mal hier rein. Könnte die unter Umständen interessant werden. Mit einem Stan. Mythic Stan. Ja, motivieren. Und Revanche. Und auch hier, wie gesagt, das Ganze verdoppeln. Zum Beispiel hier mit dem Wireless Audio Transmitter. Deswegen ist der auch in diesem Angebot mit drin. Wireless Audio Transmitter. Hättest du dann hier 32 motivieren, 42 Revanche, 46 Angriff und 144 Leben. Also Stan mit dem Wireless Audio Transmitter. Definitiv ein crazy shit Ding, ja. Und damit sehr, sehr interessant. Als nächstes hätten wir jetzt hier zur Auswahl die Equestronauten. Auch hier gucken wir mal rein. Das ist mit einer Tina beispielsweise. Na? Wenn wir die jetzt mal hier auch wieder mit dem Wireless Audio Transmitter, ne? Habt ihr es gerade gesehen? Wireless Audio Transmitter. 32. 16-fach Cripple All, 42 Angriff. Also der Wireless Audio Transmitter kommt hier tatsächlich jetzt mehrfach drin vor und ist deshalb durchaus interessant. Muss man sich mal angucken, ob man den da hat, einsetzen kann, wie auch immer. So, das wäre das da. Dann schauen wir mal zu den nächsten Kombos. Also kommen ja noch einige. Hier, Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Bürgerboss Bob. Eine mega crazy Kombo. Hier. Mit Berauscht. Und selbst auch hier wiederum, wir nehmen den Bob jetzt einfach mal, wir machen das mal gemaxt hier mit Drogenkarten und dann kommt hier was raus, da unten zum Beispiel mit Butterscotch Cookies, was hätten wir denn da oben noch hier, mit Baked Evil Monkey, ja, aber wenn wir das Ganze einfach mal duplizieren, dann hast du hier plötzlich 16-fach Stoß durch die Mauer, 22-fach Craze, 42 Angriff und 102 Leben. Und das jetzt nur mit einem normalen epischen Bob, mit einer gemaxten Drogenkarte.
Hier Mythic Bob sieht die Sache nochmal verschärfter aus. Und jetzt wird's eben richtig crazy. Ich gehe jetzt aber trotzdem nochmal runter auf Fused One Level. Und da sieht man eben auch, hier hätten wir dann plötzlich 30-fach Krays und 52 Angriff, 32-fach Krays und so weiter und so fort. Also berauscht. Das Ding ist hardcore. Selbst wenn wir jetzt hingehen würden und hier Olle verdickt beispielsweise, ja, hättest du trotzdem 26-fach Krays und 48 Angriff. Ja, das heißt, die hätte bereits nach einer Runde 70-fach Angriff. Und das ist durchaus echt alles mal ein bisschen zu überdenken, mit welchem Deck man beim bei der Burobu-Challenge da antritt. Ja, da wird es einem ganz anders, wenn man dann sieht, mit welchen Karten man am besten spielen sollte. Kaum jemand von uns würde noch gerne epische Karten einsetzen. Die meisten von uns haben sie recycelt. Und inzwischen behaupte ich mal, Leute, epische Karten am besten behalten. Ja, gar nicht mehr die Epics recyceln. So, nur wo kriegst du dann die Gigibats her? Das ist schon interessant. Hier haben wir jetzt einen Philip J. Fry. Mit dem Back of Nickels ist die andere Karte, die wir bereits drin haben, auch hier. Überlegt euch mal, Philip J. Fry gemaxt, Back of Nickels gemixt. Und dann hast du hier auf einmal 46 Punch und 40 Angriff, ja, beim Borobo. So, was hätten wir denn noch? Diamond Ringlois. Ich bin zwar kein Fan von, war nicht eben gerade noch der QTMC Whiskers? Ah, genau, QTMC Whiskers noch. Auch eine Karte, die ich früher sogar ziemlich gerne gespielt habe. Mit dem Professor Farnsworth noch. Und das ist diese da. Und auch hier wiederum. Ja, schauen wir uns doch einfach mal an, was ist, wenn wir den maxen. Den in grünen, also man darf sich das gar nicht. Ein grüner Professor Farnsworth mit einem gemaxten Wireless Audiotransmitter. Dann kommt ein QTMC Whiskers raus und der hat auch 28-fach Punch, 26 Cripple, 32 Angriff und 100 Leben. What the fuck? So, und hier kommt das Ganze jetzt mit einem, mit dem normalen Mythic Professor Farnsworth. Also auch hier wiederum Wireless Audio Transmitter. Aktuell eine mega, mega Geschichte. Und selbst wenn wir jetzt mal hingehen würden, und das ist jetzt, ich meine, das ist jetzt nicht mehr der Oberknüller mit dem Ruppert, aber jetzt auch 20-fach Punch, ja. 20-fach Punch, 18-fach Cripple, hier oben im Ruppert. Na. Ja. Durchaus interessant, was man hier so alles zusammenbekommt. Gehen wir zur nächsten Combo, das ist die Diamond Ringlois. Und auch hier wiederum eigentlich, wie gesagt, eine Karte, oder eine, die ich so nicht spielen würde. Aber auch hier, guckt euch das an, da unten mit dem Back of Nickels, eine Lois Griffin gemaxt. Also Back of Nickels und tatsächlich der Wireless Audio Transmitter. Jetzt ist schon mehrfach der Burobu-Addict gewesen. Diese Kombos werden wahrscheinlich immer wieder gefragt sein. Behalten, 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 behalten. Keep them. Back of Nickels, 21-fach Revanche, 26-fach Leech, 20 Angriff. Jetzt das Ganze verdoppeln. 42 Revanche und 40 Angriff. 52 Leech, 140 Leben. What? So, Marionette Chris. Ist jetzt wieder rum eine Karte, wo ich sage, okay. Ist aber jetzt doch ziemlich ähnlich. Also kann man doch sehr stark vergleichen, jetzt eben gerade. Mit der Diamond Ringlois. Wenn man sich das Ganze einfach mal ein bisschen näher betrachtet hier. Das ist der da und das andere war die Diamond Ringlois und der ist jetzt auch nicht gemaxt. Den sollten wir jetzt einfach nochmal maxen, dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Dann hast du da unten plötzlich
Jetzt lassen wir uns mal die Dinger vergleichen. Wir hätten hier den da. Und da haben wir die. Die hat 21,26 und er hat 20,28. Ja, auch wieder mit dem Wireless Audio Transmitter. Chris Griffin. Selbst hier oben mit einem Ruppert hättest du dann plötzlich 30-fach Revanche, 42 Leech, 38 Angriff. Tja, was soll ich dazu sagen? Ich muss mir echt alle meine Kombo-Karten und so weiter, alle Epics und so weiter, ich muss mir das alles nochmal genauer reinziehen. Hier Burobu Addict, das wird... Das aktuelle ist sehr, sehr konfus, das Ganze. Hier mit der Louise. Auch hier schauen wir uns jetzt mal aktuell das Ding an mit normalen Legendären. Wir maxen die jetzt aber erstmal, um das Bestmögliche uns anzuschauen. Guckt euch das an, ja. Hier zum Beispiel eine normale epische Louise mit einem Baked Evil Monkey hast du auch. 32-fach Punch, Cheers All. Und hier Schild und 20 Angriff, also 40 Angriff. Das ist, also, nehmen wir mal beispielsweise die Louise, ja. Das ist ja hier für Bob's Burgers, dieser Bonus. Gehen wir da runter. Guckt ihr euch das an, ne? Alter, Vater, mit der Mythic Louise. Jetzt gehen wir mal wieder auf ein normales Level runter für die Mythic Louise, ne? Oder hier auch von mir aus mit mehreren Louise. Also normalerweise müsstest du hingehen. Hier hättest du jetzt mit Baked Evil Monkey 42-fach Punch, ne? Und 46 Angriff. So, 16-fach Cheers All. 16-fach, beziehungsweise 32-fach Cheers All, 32-fach Schild für alle. Aber nur eben für die Bob's Burgers Karten. So, jetzt lasst uns mal überlegen, was das eigentlich bedeutet. Ja, du hättest normalerweise im optimalen Sinn, und das sind Karten, die jeder von uns zusammenbekommen kann, für den Borobo-Edikt, kann jeder zusammenbekommen von uns. Ob es jetzt in 2 Tagen der Fall ist, das würde ich jetzt nicht so, aber kann jeder von uns zusammenbekommen. Wir haben hier Bob's Burgers, ne? Da ist er. Wir hätten einmal Burobu Addict. Dann hätten wir den Burgerboss Bob. Dann hätten wir hier den Slip and Slide Bob. Ja. Und oben noch die Equestronauten. Wenn man diese 4 Kombos alleine nehmen würde und dann mehrere Burobu-Addicts, alter Vater, was das? Das wäre mega crazy shit brutal. Muss man sich wirklich mal überlegen, wie man das Deck am besten aufbaut. Ja, okay. Gehen wir mal rüber zum Slip and Slide Bob. Und schauen uns den jetzt nochmal genauer an. Slip and Slide Bob eben hier. Bob auch wieder mit Wireless Audio Transmitter, aber eben auch mit dem Horse Camp möglich. Also hier haben wir wenigstens mal 2 verschiedene Optionen. Hier auch wieder Bob, Wireless Audio Transmitter. Da unten Bob, Wireless Audio, Horse Camp. Da kommt der Slip and Slide Bob raus. Und den jetzt hier. Ja. Gut, das ist jetzt die Frage. Das kann ich jetzt nicht so richtig beurteilen. Das ist nur für Sport, das ist nur Sport, was rauskommt. Das ist natürlich von Nachteil für das Schild in der Situation. Ja, macht die ganze Sache ein bisschen unattraktiv. Ja, weil Sportkarten hast du hier ja so gut eigentlich gar nicht drin. Du hast ja nur Spielzeug-Kombos, die es ja so als Effekt nicht gibt. Und Drogen-Kombos. Da macht diese Sport-Kombo hier echt wenig Sinn. Dieses Schild für alle ist für den Arsch, ja. Hier Cripple All, ja.
Cripple Hall, das macht dann schon Sinn. Einzigen Vorteil, den du hättest, ist eben, wenn du tatsächlich den Buro-Bu-Edikt damit zum Einsatz bringst, damit die den dann wiederum pushen kann. So, dann als nächstes hätten wir den Traumatized Dale noch. Und den schauen wir uns jetzt auch nochmal genauer an, den Traumatized Dale. Das ist ein Dale. Da hast du Revanche und Punch. Hier unten Mythic Dale mit auch wieder mit Wireless Audio Transmitter und Bag of Nickels. Das sind so die zwei Dinge. Oder Rupperts. So. Traumatized Dale. 44 Revanche hätte der hier unten. 34 Punch. 46 Angriff. Wow. Ja, und dann haben wir noch als zu guter Letzt noch die Claw Machine. Und die Claw Machine ist diese da. Das ist das hier. Und dann hast du eben Motivieren und hast Leech. Ah. Auch wieder mit dem Wireless Audio Transmitter. Und mit dem Rupert. Ja, Leute. Das ist hier erstmal das, was so an Kombos für euch Sinn machen würde. Jetzt gehen wir mal hier nochmal rein in diese Burobu Tirebox. Du hast natürlich Burobu Edikt als garantierte Karte. Also eigentlich müsste man ja jetzt Folgendes machen, ne? Also normalerweise müsste man jetzt tatsächlich hingehen. Müsste sich jetzt diese für 700 Gems schon immer das Ding da holen. Oder wenn es nur für 200 Gems einmal ist, ja? Weil der Burobu, diese Burobu Challenge kommt ja scheinbar jetzt immer wieder dran. Und es macht echt Sinn, mal diese Burobu Edikt zusammenzubekommen. Wir schauen mal. Hier, du hättest ja auch, wenn du bis dahin gehst, jetzt 600 legendäre Scheine, jetzt 3 Pulls, ja, Level 1 Epic oder besser. Und das ist das übrigens, was in einem Kommentar bei uns stand, dass man in der Regel bei den ersten beiden Tires eine legendäre eigentlich immer bekommt. Ja, das mag gut möglich sein. Das mag gut möglich sein. Du hast jetzt hier, hast ja dann diese 3 Puls und da kann eben eine legendäre bei 3 Puls immer mal mit dazwischen sein. Und du hast natürlich noch 600 legendäre Steine mit hinzu. Hier kommt die nächste legendäre garantiert. Eigentlich hast du hier dann schon 2 Stück garantiert. Und es gibt immer wieder eine Burobu-Edikt-Card. Und hier hinten geht es dann weiter los mit Medicated Stewie. Und das ist natürlich schon irgendwo eine mega interessante Geschichte. Du hast diese Forschungsbeschleuniger, hier unten Random Mastery Tokens. Ja, interessante Box. Also so langsam aber sicher macht das immer mehr Sinn, da auch mal rein zu investieren. Hier haben wir den Mythic Roger. Mit Troubadour Jeff, Eugene Belcher, Roller Disco Courtney, typische Elternbeschäftigung, Sachen zusammenkleben für die Kinder und eben der Mythic Roger, wobei man eben dazu sagen muss, dass die Wahrscheinlichkeit, Mythic Roger daraus zu ziehen, ziemlich gering ist. Jetzt schauen wir uns nochmal die letzten Daily Combo Masteries von heute an. Das ist einmal der Limbo Meister oder der Limbo Champion und das ist dieser da, Limbo Champion. Mit Ringen oder mit einer Blurns Ball, dann kommt dann rechts was raus. Ja, da kriegst du halt Angriff mit hinzu. Wenn du Combo spielst, also bei den Werten, sorry, aber dann habe ich doch lieber irgendwo berauscht. So, Banjo Boomhauer am Start.
Schauen wir uns auch den mal an. Banjo Boomhauer ist dieser da. Ja, ein Boomhauer mit Musikkarten. Und auch das wiederum nicht so wirklich der Oberknaller. Okay, du hast Motivieren. Und du hast einmal Chi. Ist aber eben auch wieder eingeschränkt. Ja, also, was willst du damit großartig anfangen? Banjo Boomhauer. Diese ganzen Themendecks sind eigentlich für die Füße. Also, kannst du inzwischen mit so krasse Kombos, die eben für alle da sind, ja, die, man muss sich mir nicht extra ein Themendeck zusammenstellen. So, hier auch wieder alles eingeschränkt. Tae Luan, Bodyguard und Cheers. Tja. Auch da würde ich nichts für ausgeben für die Tae Luan. Und hier noch zu, also was heißt zu guter Letzt, ist ja auch nicht so prickelnd. Armadillo Boomhauer ist auch nicht gerade die prickelndste Kombo. Das ist das hier mit einer Mauer und mit Schild. Auch hier wieder eingeschränkt. Und boah. Ja, Leute, mich würde mal interessieren, was ihr so für, wie ihr euer Deck vorbereitet für das. Macht ihr da was? Lasst ihr euch da was einfallen? Wenn ja, worauf setzt ihr denn? Helfen euch die Tipps, die ich euch da gebe? Wäre auch mal ganz interessant. Ja, freut ihr euch schon auf den Burobu Clash oder die Burobu Challenge? Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt mir was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir, dem Endlich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.